Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich dachte mir wieder, ich nehme euch heute über den Tag mit, so wie letzte Woche. Ihr habt mir so tolle Kommentare immer geschrieben und deswegen motiviert es mich natürlich umso mehr, jetzt weiter irgendwie zu filmen. Ich habe gestern zwar angefangen, auch zu vloggen, aber dann kam was dazwischen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was? Auf jeden Fall habe ich es dann total vergessen und wegen der einen oder zwei Szenen zahlt sich das jetzt auch nicht aus, das Video online zu stellen. Deswegen jetzt, wir haben auch seit gestern Elektriker unten im Keller und deswegen wird hin und wieder gebohrt und gehämmert. Also ich höre es von hier unten, aber das ist, glaube ich, jetzt nicht so schlimm. Wir haben Wochenende unseren Keller ausgeräumt, das habe ich euch ja auch gesagt, dass wir das machen. Ah, unsere Dinger sind fertig. Das wollte ich euch auch mal zeigen, falls es jemand interessiert. Guckt mal, was für ein schöner Unterschied das ist. Seht ihr? Die Leisten. Das macht meiner Meinung nach, wartet mal, mega so den Unterschied. Die hier, ne? Und es geht halt da oben. So sieht es aus. Genau. Schön, endlich haben wir das auch fertig. Das hat ja alles mega lang gedauert. Aber irgendwie so eins der unwichtigen Sachen. Ja, lasst man sich halt immer ein bisschen Zeit. Sonst im Moment ist nichts. Wir haben, wie schon gesagt, Dienstag, 9 Uhr. Ich bin ja noch immer in der 30. Woche, Mitte der 30. Woche. Wie hässlich das aussieht. Freitag ist wieder Wochenwechsel, dann komme ich in die 31. Woche. Und nächste Woche habe ich auch wieder einen Frauenarzttermin. Und dann gucken wir weiter. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich dann noch einen habe. Ich glaube nämlich, das ist die letzte Mutter-Kind-Pass-Untersuchung. Und dann war es das. Weiß ich jetzt gar nicht. Wir werden sehen. Dann kommt auch ein Update nächste Woche, also Ende nächster Woche. Lea habe ich gerade in den Kindergarten gebracht. Die basteln da irgendwas für Ostern, keine Ahnung. Mega süß. Was ich heute zum Essen mache, weiß ich auch noch nicht. Ab nächste Woche ist mein Mann im Auslandeinsatz, kann ich nicht sagen. Wie sagt man denn das? Auf jeden Fall, er arbeitet nicht hier und fährt montags weg und kommt erst donnerstags wieder. Also im Auswärtseinsatz, ne? Irgendwie so Einsatz. Die arbeiten halt, die haben eine Baustelle so weit weg und deswegen, ja, bleiben die auch oben. Das passiert bei denen einmal im Jahr und es ist jetzt wieder soweit. Mich freut es nicht natürlich. Ich habe die Hoffnung, dass die irgendwie fertig werden bis Mai, aber die glauben halt, dass das bis August, sogar bis zu den Urlauben, dass die dort Arbeit haben werden. Ja, ich habe euch ja schon das Ganze erzählt in meinem Vorsätze-Video auch für dieses Jahr, dass ich davor so ein bisschen Schiss habe, so in der Art, aber ja, es ist so. Ich sehe, wie mich das aufregt. Ja, er nimmt sich eine Woche frei, dann scheiden wir dann, beziehungsweise schauen dann, oder ein bis zwei Wochen frei, schauen wir halt dann, wenn. Ja, man kann es nicht, man kann nicht sagen, also. ET habe ich ja 26. Mai. Man kann jetzt nicht sagen, ich nehme mir in der Woche, wo der 26. Mai ist, frei, weil man weiß nicht, ob das Baby vielleicht früher kommt. Ne? Ich habe ja mit meinem Gebärmutterhals so die Sachen gehabt, die Probleme. Probleme, jetzt sind es eh keine mehr, Gott sei Dank. Ich hoffe, das ist noch immer so ruhig. Gucken wir nächste Woche. Auf jeden Fall, man kann nie wissen, ob das Baby vielleicht früher kommt, was ich natürlich nicht hoffe. Ich möchte gern, dass er bis, ne, so bis 38, 39. Woche kann er gern drinnen bleiben. Aber auch wenn er 38, 39. Woche kommt, ist es trotzdem wieder, ne, versteht ihr mich, was ich meine? Also man kann nicht sagen, gut, er kommt jetzt an den und dem Tag, da nehme ich mir frei. Es ist so, das ist echt blöd. Dann haben wir überlegt, dass er mit dem Auto fährt, ne? Also das ist in Wien, wo die arbeiten. Und wir sind ungefähr 2 Stunden von uns entfernt, so circa. Und wenn es dann losgehen sollte, soll ich ihn anrufen, der würde dann mit dem Auto herfahren. Oh, was mir dann wiederum Angst macht, ne, so, vielleicht hat er so, will er so schnell, schnell, und stellt euch mal vor, es passiert irgendwas während der Autofahrt.
oder es geht so schnell, dass ich die 2 Stunden nicht aushalten kann oder ich erreiche ihn nicht, versteht ihr mich? Also ich habe das schon so ein bisschen meine Sorgen und ja, ach, ich hasse es, gerade jetzt. Aber ich mache mir jetzt da noch nicht so viele Gedanken, es sind ja noch 2,5 Monate und ja, mal gucken, ich weiß es auch nicht. Oh Mensch, oder er kommt später, es wird ein Juni-Baby. Ist ja alles nicht schlimm, aber ich hätte schon gern meinen Mann bei der Geburt dabei. Naja, wenn er jetzt nicht dabei ist, es sich überhaupt nicht ausgeht, ja, es ist jetzt kein Weltuntergang, ne? Aber ich hätte schon gern, dass er dabei ist. Viel zu viel gelabert wieder, ne? Aber das sind so meine Gedanken im Moment. Einkaufen müsste ich auch gehen. Leute, nicht vergessen, im Lidl gibt es ja seit gestern die süßen Babyklamotten. Ich habe welche gekauft. Wenn ich dann oben bin im Laufe des Tages, dann zeige ich es euch auf jeden Fall. Ein Oberteil hätte ich so gern, so ein blau-weiß gestreiftes. Zwar nichts Besonderes, so ein Basic, aber es ist so süß. Aber ich finde die Größe nicht. Ich hätte gern 50, 56. Das hätte ich gern noch. Genau, und ja, finde ich aber nicht. So ein Scheiß. Ich war in 3 Lidls war ich. Jetzt fehlt noch einer, wo ich hinfahren kann. Der ist da weiter unten. Da könnte ich noch hinfahren, aber sonst fällt mir keiner mehr ein. Bei meinen Eltern gibt es noch einen. Ja, mal schauen. Ich höre jetzt auf mal zu labern, weil ich laber schon so lang. Und bis gleich dann. So, der Elektriker ist jetzt auch mal raus aus dem Haus. Und dann kann ich euch die kleinen süßen Sachen zeigen. 2 Paar Säckchen. Also so ganz kleine Minisäckchen. Einmal weiße mit Ankern, einmal ganz stinknormale dunkelblaue. Dann hier grau mit blau und blau mit grau. 1,99 jeweils. Dann im Set Höschen. Guckt mal, wie süß. So, gestreifte Hosen, kurze, weiche und einmal in blau, ich glaube 3,99 und eine Babystrumpfhose in 50, 56, ganz normal blau. Ich zeige euch mal, wie süß der Maxi-Cosi aussieht. Alle so gelacht, wie ich mich gefreut habe über den Maxi-Cosi. Aber das war wirklich so. Ich habe mich richtig gefreut über den Maxi-Cosi. War jetzt nicht irgendwie gespielt oder so, keine Ahnung, aber ich glaube, man hat es mir gut angesehen. Dass ich habe mich richtig, richtig gefreut. Auf jeden Fall habe ich hier geguckt, wie süß. Ich drehe euch mal um. Das mit dem die Spieluhr, dann die Decke. Die Spieluhr auch im Wolkendesign, genau wie die Decke. Und der Schnuller mit der Schnullerkette. Oh, ich bin verliebt. Perfekt. Natürlich muss die Decke noch gewaschen werden, der Schnuller muss desinfiziert werden. Also das ist alles noch nicht gemacht, aber es wird schon. Ich habe das hier alles hier raufgestellt, so sieht es nämlich im Moment aus. Weil wir es noch nicht geschafft haben, die Malm zu holen, damit wir den Wickeltisch aufbauen können. Aber ich hoffe, dieses Wochenende. Also letztes waren wir ja beschäftigt, da im Haus, und dann ist sich das nicht ausgegangen. Und dieses, mal schauen, Freitag wird es sich nicht ausgehen, vielleicht, dass wir am Samstag hinfahren und die Malm holen. Das wäre richtig toll, dann könnte man hier alles schon aufbauen. Ich könnte demnächst dann mal Sachen waschen. Ab der 35. möchte ich dann auch 35, 36 die Kliniktasche langsam zusammensuchen. Also das ist dann auch schon in 4-5 Wochen. Ja, ich bin hier am Regal aufbauen. Ein ganz normales Regal, was oberhalb von der vom Wickeltisch kommt. Ich bin schon wieder so müde. Ja, es wird weiter gebohrt. Mir ist vorhin dieses Regal runtergefallen und es hat schon Dellen. Ich könnte mich so aufregen. Ich hasse sowas, ja. Seht ihr das? Warte, wo ist denn das? Hier? Ja, dann sieht's. Ne?
furchtbar. Auch mein Parkettboden hat richtige Dellen bekommen. Das regt mich mega auf, ich sag's euch. Man kann es nicht mehr ändern. Ist halt so, ne? Mir voll runtergefallen. Wundert mich, dass meine Füße nicht getroffen hat. Ja, ich baue diese Teile da einfach zusammenschrauben. Hier ist auch eine Delle. Ach, ich hasse es. Ich mag sowas ja gar nicht. Was? Speicherkarte bald voll. Na toll. Mein Mann sagt immer, Schatz, lass mich doch auch mal was machen. Aber das in die Wand bohren und die Malm aufbauen, das kann er alles machen. Ich hasse es, wenn ich warten muss. Deswegen mache ich es meistens alleine. Wenn ich hier zu Hause bin und mich da auskenne und Zeit habe, ne? Ich finde diesen Schraubenschlüssel nicht. Irgendwie kommt er mir heute so riesig vor. So, ich mache hier weiter, das wird wahrscheinlich nicht so interessant. Ich habe jetzt ein paar Telefonate erledigen müssen und jetzt muss ich noch was verschicken. Und dann gehe ich Lea holen, wir haben 12.20 Uhr. Ich habe hier die Eier schon am Wochenende aufgehängt, wo wir den Keller ausgeräumt haben. Ne? So, ich weiß nicht, ob ihr das auch macht, aber ich denke mal schon. Die Eier hängen hier. Hier hängt die Arbeitskleidung von meinem Mann, die Hosen. Oberteil, hier ist Fußballshirt, also seine Wäsche. Wird immer extra gewaschen, also vor allem seine Arbeitsklamotten natürlich, ne? Also bei uns ist dieser Sand hoch im Rennen. Den habe ich euch ja in dem letzten Vlog letzte Woche erzählt. So, sonst gibt es eigentlich nichts zum Berichten. Ich bin im Moment sehr müde. Also das dritte Trimester, ne? Puh, aber davon habe ich ja schon mal erzählt. Ich will euch ja nicht permanent langweilen, dass ich einfach müde bin immer. Die letzte Zeit. Also, nicht jeden Tag, aber es kommt halt gerade jetzt wieder, wo ich vlogge, ist wieder so ein Tag. Ich kann es nicht ändern, es ist so. Ich bin aber auch halb sieben. Irgendwie so bin ich aufgestanden, weil ich nicht mehr schlafen konnte. Yeah! Wir gehen zusammen mein Kind holen. Yeah. Yeah, yeah. Ich hab sie nicht mehr alle. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Es wird sie nicht ausgehen hier, Mensch. So, meine Lieben, wir waren gerade im Lidl, sind jetzt zurückgekommen und Lea ist sofort mit ihren Nachbarsfreundinnen rausgerannt und die haben schon gewartet auf sie sozusagen. Ja, seit das Wetter so schön ist, spielen sie wirklich ganz, ganz häufig draußen und obwohl der Altersunterschied enorm ist, also Lea ist ja 3, die andere ist 7 und die Älteste ist 13 oder so, also eigentlich so das Doppelte bei allen, ne? Also, ne, versteht ihr mich? Richtig... richtig krass irgendwie, aber sie spielen so gerne, vor allem bei uns, wir haben ja so Spielsachen, ne, für Lea und auch so eine Bank und ja, das mögen die Kinder halt natürlich sehr gerne, deswegen sind sie gerne da bei uns draußen, finde ich sehr schön. Kann ich immer rausgucken, zwar jetzt nicht von hier, aber von da vorne. Wir waren auf jeden Fall im Lidl. Heute gibt es Spinat mit Kartoffelpüree und Fischstäbchen dazu. Es gab schon so lange keine Fischstäbchen. Ich bin neugierig, ob Lea die überhaupt mag, weil früher mochte sie die nicht so. Sie ist auch nicht so der Fischesser irgendwie im Moment. Sie war auch kein Bananenesser und jetzt isst sie die Bananen wie keine Ahnung was. Also ja. Und sonst habe ich nichts gekauft, genau, nur Spinat, Fischstäbchen und Kartoffeln und diesen Brioche-Topf, der ist so lecker, der kostet 2,19 Euro oder so, aber mega, mega lecker. Wir verputzen den so schnell, vor allem ich und Lea, ihr glaubt es gar nicht. Und ich nasche hier noch ein paar Erdbeeren, dass wir die weg haben, sind noch zwei übrig. Sonderlich süß sind sie nicht, die sind jetzt vom Merkur, aber irgendwie, die brauchen noch ein bisschen, glaube ich, aber ist schon gut. Ich weiß nicht,
war schon immer ein Früchte-Fan. Aber in der Schwangerschaft, ich brauche nur Früchte zu Hause. Also, wie viel Früchte ich esse, wie viel Geld ich an Früchten ausgebe. Hammer, seien's Äpfel, Mandarinen waren es vorher, oder beziehungsweise Clementinen, aber mittlerweile mag ich die jetzt nicht. Also die habe ich überhaupt keine Lust auf die. Deswegen kaufe ich die auch nicht mehr. Jetzt sind im Moment sind's Äpfel so und Erdbeeren. Könnte ich nur essen. Na gut, mal schauen. Ich melde mich vielleicht nochmal später und ja, eigentlich gibt es halt nicht so viel. Es ist eher ein bisschen langweilig, ne, für euch. Aber wir haben ein bisschen zusammen gequatscht. Ich hoffe, es war trotzdem interessant. Ja, ich mache jetzt mal mein Essen und dann bis später. Wisst ihr, was ich gefunden habe? Beim Keller ausräumen. Stilleinlagen von Lea. Ist nicht auf Deutsch. Stilleinlagen. Hier. Krass, oder? Die habe ich ja noch damals mit Lea verwendet. Naja, die werden kein Ablaufdatum, nehme ich mal an, haben. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall habe ich die gefunden. Krass. Also vor 3 Jahren. Also 3 Jahre sind die alt. Naja. Ihr Lieben, ich werde mich jetzt verabschieden. Wir haben gleich 5. Gleich, ja, in 20 Minuten. 5, Lea ist noch immer draußen. Ich habe es endlich geschafft, Leas Hund zu waschen. Den haben wir das letzte Mal gewaschen, da war sie krank. Also da war die Woche da, wo sie so krank war. Das war irgendwann Anfang, Mitte Februar und jetzt haben wir Mitte März. Also wurde es Zeit, der riecht auch nicht mehr schön. Ich habe letzte Woche habe ich erwähnt, jetzt möchte ich den waschen, aber das hat sie nicht zugelassen. Aber jetzt habe ich sie erpresst vorhin beim Reingehen, also was wir vom Lidl gekommen sind. Wollte sie zu den Mädels rüber und ich so, erst gibst du mir den Hund, dass ich den waschen kann und dann darfst du zu den Mädels rüber. Und dann hat sie das so gemacht, so soll ich nicht. Und dann hat sie mir ihn gegeben und jetzt ist er endlich sauber und riecht nach Weichspüler. Ja, genau, das war's. Mein Essen ist auch schon fertig. Ich warte jetzt nur auf meinen Mann, sonst habe ich gar nichts mehr jetzt. Mal gucken, wann ich wieder vlogge im Laufe der Woche. Vlogge ich sicher nochmal, ob es morgen ist oder übermorgen. Kommt drauf an, wie Bock ich habe und wie müde ich bin. Hätte ich gewusst, dass ich heute so müde werde. Gehört halt dazu, ne? Gut, das war's, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.